Bevor ich jetzt hier irgendwen tatsächlich trigger, ich meine das natürlich nicht ernst, Leute. Ich mag Kelly wirklich und ich glaube, ich war jetzt in den ersten 30 Sekunden schon so gemein zu ihr, dass ich wahrscheinlich jetzt wirklich Leute darüber riskieren und aufregen. Keine Sorge, Kelly. Ich hab dich immer noch gern. Aber jetzt ist es passiert, ja, meine Freunde, was geht? Herzlich willkommen zu diesem wunderschönen neuen Video. Und ich habe gestern Abend, ja, um, keine Ahnung, 22, 23 Uhr, wann auch immer diese Person wach ist, von Kelly Mrs. Vlog folgende Nachricht erhalten. Ich lese es mal ganz kurz vor. Kleinen Moment. Bah. Hallo Sebastian, kleine Vorwarnung incoming. Morgen 16 Uhr kommt meine Antwort zu den ganzen YouTuber-Diss-Tracks online und ich habe unter anderem dich erwähnt. Ist ein bisschen drüber und sehr stumpf. Ich hoffe, du weißt, dass es nicht ernst gemeint ist und dass du genauso drüber lachen kannst wie ich. Liebe Grüße aus Moskau. Okay, Kelly, okay. Ich soll etwas nicht ernst nehmen. Weißt du was, Kelly? Ich werde mir dieses Ding jetzt ansehen und es auseinandernehmen. Kelly, Distrack.mp3, Diss an alle YouTuber. So, schauen wir erstmal, der Track ist eine Antwort an alle YouTuber Distracks. Okay, Mrs. Vlog. Ich soll es also nicht ernst nehmen, liebe Kelly. Ich soll das also nicht ernst nehmen, wenn ich, der Distrack King, überhaupt gedisst werde? Kelly, da kennst du mich nicht gut genug. Ich werde dich jetzt auseinandernehmen, ich werde dich zerstören. Ich werde das Ding jetzt judgen. Ich werde das Ding doppelt so hart judgen, wie ein Tuber nur judgen könnte, man. Und ich werde dich jetzt komplett rasieren, Kelly. Schauen wir mal kurz in die Kommentare. Shit, richtig rasiert, Alter. Besser als Revi. Oha, alles klar, okay. Okay. Hi. I'm welcome, hi. Ist das nicht meine Begrüßung? Kelly, mach dich auf deine Zerstörung bereit. Ich bin gespannt, was du da produziert hast. Bitteschön. Ja, Kelly mal wieder in ihrem gewohnten Outfit, in der Männerhose, man kennt sie so. Wieder mal schön obenrum betont, ne, Kelly, man kennt das ja von dir. Der leere und trübselige Blick, den sie immer drauf hat, klar. Ich glaube, es soll ein böser Blick sein. Kelly, gib mir mal einen bösen Blick, das ist kein böser Blick, Mann. Hey, ihr kleinen Jungs, genug gespielt, yeah. Oh, also das kam jetzt überraschend, ja, ich werd gerade ein bisschen geil. Von der Frau rasiert. Oh mein Gott, ist es Haiti oder Kelly? Ich kann es gerade nicht auseinanderhalten. Klingt fast wie Kelliti, Alter. Auf geht's. Wieso sieht sich dieser Mescher? Ich frag mich, ob er überhaupt Sex hat. Deine Mucke bohrt, da blutet mein Ohr. Rezo, ich glaube, Rezo hat keinen Sex, Kelly, nein. Deine Mucke bohrt, da blutet mein Ohr. Party zu Ende, Tanzverbot. Oh, Party zu Ende, Tanzverbot, ja, okay, kann man flowen. Ist das Gucci-Shirt selbst gemalt oder hat sie es wirklich gekauft? Ich weiß es nicht, ich kann es gerade nicht auseinanderhalten. Sieht so aus, als wäre es gemalt. Hey, es wollte mit mir vloggen. Okay, schade dann für Case an der Stelle. Er weint, ich sag mal, beruhig dich. Du warst quatschig. Hier, natürlich. Was geht eigentlich? Ganz wichtig nochmal hier die Betonung. Natürlich. Warte mal ganz kurz, hört mal hin. Mein, beruhig dich. Du warst quatschig. Krappi. Das R muss gerollt werden bis zum geht nicht mehr. Krappi. Ganz wichtig. Hier, natürlich. Bevor ich jetzt hier irgendwen tatsächlich trigger, ich meine das natürlich nicht ernst, Leute. Ich mag Kelly wirklich und ich glaube, ich war jetzt in den ersten 30 Sekunden schon so gemein zu ihr, dass ich wahrscheinlich jetzt wirklich Leute darüber riskieren und aufregen. Keine Sorge, Kelly. Ich hab dich immer noch gern. Aber jetzt ist es passiert, was geht eigentlich in diesem UFO? Fünf sind wir doch nur vier Husos. Okay, vier? Ja, da bin ich wohl außen vor. Paluten weiß davon bis heute nichts. Sein Name benutzt für die guten Klicks. Ach so, Paluten weiß... Ach, wir sind die vier Husos, okay? Klar. Ich kann die vier Huses auch gerne mal aufzählen. Dena, Sturmwaffe, Thomas. Ich kann die vier Huses auch gerne mal aufzählen. Dena, Sturmwaffe, Revi und Izzy. Ganz klar, man kennt die vier Huses. Thomas. Und Ilja sind da fein aus der Sache raus. Und Paul sowieso. Ich habe damit viel zu tun mit diesen Ufo-Husos. Lächerlich. Palutens Namen für die Klicks zu benutzen, das stimmt. Ihr seid schwach wie Fangirls. Hier könnt ihr nicht mehr regieren. Werd meinen Hintern auf den Thron platzieren. Oh. Das ist mein neuer Desktop-Hintergrund. Ja. Ich bin jetzt eure Monarchin. Ich weiß nicht, ich kann Kelly diesen bösen Blick nicht abkaufen. Guck mal. Sie sieht immer noch so lieb aus. Sie sieht immer noch so putzig aus. Kelly, Mann, warum bist du so niedlich? Guck dir mal böse, Mann. Mach mal die Augenbrauen richtig runter. Zieh mal die Augenbrauen richtig Richtung Nasenfalte. So, Weißt du, Kelly, du siehst so niedlich aus. Man kann das dir nicht abkaufen. Es tut mir leid. Aber bis jetzt, Leute, generell vom Flow her und so textlich, glaube ich, ganz cool. Also vom Beat her ist nicht ganz mein Fall. Ist halt ein sehr, sehr trappiger Beat. Aber ja, kann man machen, kann man machen. Kann man pumpen, auf jeden Fall. Respekt, Kelly. I like, you're doing good. Ich bin jetzt eure Monarchin.
Ja, das meine ich halt. Sie sieht halt immer aus wie eine süße Ente. Keine Ahnung. Kniet nieder, kniet nieder. Ich bin jetzt eure Monarchin. Kniet nieder, kniet nieder. Ich habe echt ein bisschen Angst vor ihr, wenn sie jetzt da so steht in so einer High-Waist-Camouflage-Hose und ihre Brüste so hinausstreckt und ihr fetter Bizeps und sie hält zwei brennende Fackeln. Also ich würde wahrscheinlich wirklich niederknien. Wahrscheinlich wird sie dann auf mich urinieren oder sowas. Ach egal, das geht jetzt ein bisschen zu weit. Machen wir weiter. Ich bin jetzt eure Monarchin. Kniet nieder, kniet nieder. Ich bin jetzt eure Monarchin. Kniet nieder. Das kann ich bestätigen. Sturmwaffel versucht das schon seit längerer Zeit. Ich glaube allerdings, das hat bis jetzt noch nicht geklappt. Aber Freddy, ich sehe da im Jahr 2018 ganz große Chancen für dich. Und ich denke mal, das wird auf jeden Fall was geben. Kein Wunder, dass ich mich das frage. Du machst doch sonst nichts ohne Gage. Das stimmt. Freddy wird sogar von uns bezahlt, hier im UFO zu sein. Das ist komplett richtig. Wir zahlen Sturmwaffel eine Menge Geld, dass er tatsächlich hier im UFO mit uns rumhängt. Wobei sich die Investition tatsächlich bis heute noch nicht gelohnt hat. Übrigens nochmal, Shoutout Kelly an das Outfit, das die Hose in den Socken steckt. Sieht extrem geil aus, ja. Okay, 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 okay. Okay, jetzt kommen wir zu einem Punkt, Kelly. Da wird es lächerlich, da wird es lächerlich. Reflex deine Muskeln, ach du hast keine. Musst nicht Stunden in Gym mehr, ja. Währenddessen klaue ich dir deine Karre. Was ist Skorpion, das ist... Okay, okay, okay. Also ich wurde hier gerade auf meine Muskeln reduziert, Leute. Die ja wohl geisteskrank da sind. Ich meine, schaut mal bitte hier, Leute. Dieses Hemd, es biegt sich quasi schon. Aber ganz ehrlich, Kelly, du hast jetzt hier gerade in den Lauch gebissen. Ich glaube, der Lauch soll eine Anspielung auf mich sein. Warte mal, wir gehen mal ganz kurz zurück zu diesem Screenshot. So, und wenn man mal ganz nah jetzt an Kelly ranzoomt, Leute, was geht wohl gerade in Kellys Kopf vor, wenn sie in den Lauch reinbeißt, ja? Was möchte sie mir wohl damit sagen, Leute? Es ist mehr als nur offensichtlich, Kelly, dass dahinter eine versteckte Fantasie von dir steckt. Wenn du in mich reinbeißen möchtest oder sowas, Kelly, dann mach das gerne. Und wenn du willst, zeige ich dir dann auch gerne mal im Privaten meine Muskeln, Kelly, und dann können wir mal zusammen ein bisschen trainieren, der Lauch und du, ne? Ich glaube, man kann ganz genau, wenn man jetzt richtig, richtig, richtig nah ranzoomt, Leute, kann man ganz genau erkennen, wie sie gerade darüber fantasiert, anstelle dieses Lauchs quasi nackt mit mir in meinem Bett zu legen. Ich bin gerade wieder selber ein bisschen raus, tut mir leid. Machen wir, Kelly, ne? Extrem schwacher Diss, also mich auf meine Muskeln zu reduzieren, das ist echt dreist, ja? Weil ich reduziere dich ja auch nicht auf deine Brüste oder auf dein Gesicht oder auf dein Hintern oder... Egal. Musst nicht Stunden ins Gym mehr, Jahre, währenddessen klaue ich dir deine Karre. Musst nicht Stunden ins Gym mehr, Jahre, währenddessen klaue ich deine Karre. Jahre, Karre, Jahre, Karre, ja, kann man machen, Kelly, ne? Da hat sie gerade den Mund ein bisschen zu voll genommen, wie man sehen kann. Nee, aber ist okay, Kelly. Ich lass dir das mal, weißt du, ich bin da. Ich bin da nicht nachtragend oder so. Klar, beim nächsten Mal werde ich dir eine reinhauen, wenn wir uns sehen, aber das... Währenddessen klaue ich dir deine Karre. Ich glaube, dass du wahrscheinlich das Auto direkt kaputt fahren würdest, so wie ich dich kenne, Kelly. Ein Scherz, Mann. Denn das steckt so low wie dein Facehahn. Sehr guter Diss. Respekt, Kelly. Master Scorpion, das ist doch ein Scherz, Mann. Der Diss steckt so low wie dein Facehahn. Perfekt. Kann ich teilen, die Meinung. Absolut. Kelly, Punchman gibt's einen Applaus und einen Double Dab. Bitteschön. Deine Loose sind 10. Sie lässt sich bald stehen. Ein Dartfall direkt in dein Herz, Mann. Obenrum machst du einen Witz. Untenrum lauf ich wie deine Pizza. Concrafter, obenrum machst du einen Witz, unten labbrig wie deine Pizza. Das kann ich auch bestätigen. Luca ist untenrum tatsächlich ziemlich labbrig. Was das jetzt genau heißt, da will ich nicht näher drauf eingehen. Ja, ich mein dich, Concrafter. Ja, ja. Du weißt genau, ich kann alles besser. Ich frag mich gerade, ob Kelly diese Nachricht an jeden YouTuber rausgeschickt hat. Also hat Kelly gesagt, ich habe dich jetzt auch beleidigt. Bitte nimm das nicht zu ernst. Und ich frag mich gerade, wie viele Leute genau das gleiche Video gerade machen. By the way, hat Kelly gelogen. Das Video kam nicht um 16 Uhr online, sondern um 14 Uhr. Kelly, könnte es eventuell damit zu tun haben, dass du dich gerade in einer anderen Zeitzone mal wieder bewegst und gerade in Moskau bist und gedacht hast, dass keine Zeitverschiebung herrscht? Kelly, das solltest du besser wissen. Jetzt eure Monarchin. Okay, sie ist jetzt unsere Monarchin. Ich bin jetzt eure Monarchin. Es hat irgendwie was von einem, ich weiß nicht, es ist irgendwie so ein kleiner Softporn. Ich weiß nicht genau warum, aber irgendwie, ja, es ist sehr ansprechend, ich weiß nicht. Es ist ein gutes Video und ein guter Text. Ich bin jetzt eure Monarchin. Ich bin jetzt eure Monarchin. Ja, episches Bild. Könnte man so auf Instagram posten. Kniet nieder, kniet nieder. Ich bin jetzt eure Monarchin. Kniet nieder, kniet nieder. Oha, da sieht man gerade mal, was Kelly so alles stemmt, ne, im Fitnessstudio. Sie hebt hier einfach mal so einen Trägerbalken hoch, rechts und links zwei LKWs dran. Kelly, was ist drauf? Allerdings sieht das mit den Schuhen hier nicht ganz so gesund aus. Ich habe das Gefühl, als wären die ein bisschen zu groß. Aber das ist in Ordnung, das ist okay, das lasse ich dir mal durchgehen. Fetter Bizeps auf jeden Fall, Respekt, Mann. Sie zündet einfach Geld an, sie hat's ja, klar, warum nicht? Statt das anzuzünden, könntest du es doch einfach mir geben. Nieder, nieder, ich bin jetzt eure Monarchin.
Streiche. Das triggert mich am meisten, dass sie ihren deutschen Webvideopreis hier streichen. Warum hast du einen bekommen? Wieso hab ich keinen? Was soll das überhaupt, hä? Ich mach so viel geile Sachen, Alter. Und krieg keinen Webvideopreis. Scheiße. Ich bin jetzt eure Monarchin. Ich bin jetzt eure Monarchin. Ja, da kann man auf jeden Fall jetzt schon mal ein fettes Shoutout geben an The Changeman, der die komplette Regie dieses Videos begleitet hat. Lieber Changeman, das hast du wieder extrem gut gemacht. Du hast Kelly aus ihrer süßen Art perfekt in Szene gesetzt. Extrem geiles Video. Schauen wir mal noch, wer hier noch dabei ist. Capera Media, Rahim, guter Kollege von uns, ihr kennt ihn. Rahim, Mische und Beat, gefällt mir wirklich gut. Und du hast aus Kelly wieder einiges rausgeholt. Gefällt mir sehr, sehr gut. Producer Rahim, genau, Leute. Was haben wir hier am Ende noch? Ja, Kelly einfach mit einer schönen Kamerafahrt. Respekt. Ja, Leute, was soll ich dazu groß sagen? Außer, dass ich mich tatsächlich extrem gekränkt fühle, Kelly, dass dieser Schuss jetzt so aus dem Nichts kam. Also ich muss ganz ehrlich sagen, Kelly, mein Herz ist gebrochen. Aber natürlich, wie gesagt, die Anspielung mit dem reinen Gewissen auch. Die haben wir natürlich beide verstanden. Und Kelly, wie gesagt, du kennst meine Adresse, du hast meine Handynummer, ja? Melde dich bei Jody, mir, Kelly, also der Kasse. Abschließend kann ich nur sagen, es gefällt mir echt gut. Es ist so ein bisschen von Haiti inspiriert. Ich weiß auf jeden Fall, wenn die Stimme so ein bisschen verzerrt ist, ein bisschen mit Autotune bearbeitet ist. So, man merkt so ganz klein ein bisschen. Das ist auf jeden Fall im Effekt, richtig viel gemacht worden ist. Mir gefällt es echt gut. Digga, Rahim, Kelly, Changeman, dicken Respekt an euch. Und natürlich nehme ich das jetzt nicht ernst und bin jetzt nicht gekränkt. Vielleicht schneide ich das jetzt nochmal vor, das Video, weil ja der Großteil meiner Zuschauer ein bisschen dümmer ist als diese Batterie hier, meine Freunde. Einmal getriggert, dann ladet ihr euch direkt. Oh, krasser Vergleich auf jeden Fall an dieser Stelle. Jedenfalls würde ich sagen, war es aus diesem wunderschönen Video. Schaut auf jeden Fall mal das Video von Kelly an, das hat echt gut gemacht. Schaut dann an dich und an die ganze Gang. Skeskeske. Viel Spaß euch dann noch am heutigen Tage. Das war's. Ich bin auf jeden Fall über 10 Minuten. Bin zufrieden, Leute, dass ich ein Video machen konnte. Danke dafür, Kelly. Haut da rein. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao.